Im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, heute lesen wir in der Heiligen Schrift von einer der schönsten Begegnungen von zwei Menschen überhaupt in der Heiligen Schrift. Zwei Mütter, die schwanger sind. Da ist Elisabeth, die in einem hohen Alter noch ein Kind erwartet, den späteren Johannes, den Täufer, und Maria, die Mutter Jesu. Und Elisabeth, die Mutter von Johannes, sie ist tief, tief berührt. Und sie stellt eine Frage des Staunens. Und diese Frage ihres Staunens kann auch uns helfen, in das wahre Staunen und auch in eine tiefe geistliche Freude hineinzukommen. Sie sagt: Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Diese Frage dürfen auch wir uns stellen. Wer bin ich, dass Maria mir zur Mutter gegeben ist? Wer bin ich, dass Jesus mit mir in Kontakt ist, dass er zu mir kommt, besonders in den heiligen Sakramenten? Wer bin ich, dass der große Gott sich um mich kümmert, mich liebt und alles in die Wege leitet, damit es mir gut geht, damit ich nicht auf ewig verloren gehe, aber jetzt schon ewiges Leben habe? Möge auf die Fürsprache Mariens diese Freude, dieses Staunen in uns, in unserem Leben immer größer werden und auch ein Zeugnis sein für viele, damit auch sie den Mut bekommen, sich ganz Gott anzuvertrauen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.